Willkommen! In diesem Video geht es um die wichtigsten Merkmale des Begriffs der Lernenden von John Dewey. Dazu lernen Sie die Hintergründe von Deweys Verständnis von Lernenden kennen. Im pragmatischen Verständnis von Handeln als Voraussetzung des Erkennens wird das Handeln als Aktivität auch als Grundlage für das Lernen generell betrachtet. Dewey geht davon aus, dass das Lernen an konkreten Handlungsabläufen und Problemstellungen bzw. Situationen für die Entwicklung der Persönlichkeit des Lernenden am wichtigsten ist. Die konkrete Erfahrung des Lernenden stellt den Ausgangspunkt eines Lernprozesses dar. Die Erfahrung, die gemacht wird, an einem konkreten Gegenstand, einer Situation oder einem Problem, hat Echtheitscharakter. Dies bedeutet für den Lernenden, dass die Folge des Handelns als Konsequenz in der Erfahrung beobachtbar ist. Dewey beschreibt also einen aktiv handelnden Lernenden, der nicht instruktiv, wie im Frontalunterricht, Lerninhalte vermittelt bekommt, sondern selbst und aktiv mitkonstruiert. Dementsprechend verändert sich die Rolle des Lernenden auch in die eines Mitlernenden, der im Lernprozess unterstützend und begleitend die Erfahrung mit dem Lernenden teilt. Der Anspruch, den Dewey damit den Lernenden stellt, ist, Verantwortung für sich selbst und sein Handeln zu übernehmen. Damit einher geht im Sinne eines demokratischen Staates die Verantwortung einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers für den Staat selbst. Diese komplexe Wechselwirkung zwischen Individuum und Gruppe beschreibt eine interaktionistische Position, mit der Wachstum im Sinne einer fortwährenden Anpassung an neue Probleme und Herausforderungen in den Mittelpunkt rückt. Dies lässt Schlussfolgerungen, dass jede teleologische Orientierung, das heißt jede zweckgerichtete Entwicklung, abgelehnt wird. Es muss also der Weg der Entwicklung einer Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt werden, mit der Konsequenz, das Ziel auf dem Weg stets mitzuverändern. Damit einher geht die Abwendung jeglichen Anspruchs, eine jüngere Generation müsse sich der Vorangegangenen und deren Bedingungen und Werte nur anpassen. Das Kind wird bei Dewey nicht als defizitär begriffen, sondern immer schon als ein aktives und selbstständiges Wesen, das sich im Kontinuum seiner Erfahrung bewegt. Für Dewey ist Erziehung und Erfahrung, nach Oelkers Interpretation, genauso wie Leben und Wachstum nicht voneinander zu unterscheiden. Weder Erziehung bzw. Erfahrung noch Leben bzw. Wachstum hat ein Ende. Demnach ist Erziehung immer auch auf die Zukunft bezogen, nie aber an ihr orientiert, da nur die gegenwärtigen Bedingungen und Gegebenheiten beeinflusst werden können. Nach Dewey versuchen Lernende mit Hilfe ihrer Gewohnheiten Probleme zu lösen. Diese Gewohnheiten werden aber nicht als etwas Statisches begriffen, sondern als etwas sich ständig Veränderndes und Dynamisches. Diese Gewohnheiten, diese Habits, sind immer auf Erfahrungen bezogen und werden dadurch auch immer von diesen korrigiert. Mit dieser Denkweise positioniert sich Dewey kritisch gegenüber traditionellen Ansätzen der Pädagogik, da er die bloße Aneignung richtiger Gewohnheiten ablehnt und die Bereitschaft zur Veränderung und Korrektur von Gewohnheiten in seiner Theorie stark macht. Dabei spielt auch die Intelligenz eine wichtige Rolle. Der Begriff der Intelligenz bzw. der sozialen Intelligenz wird bei Dewey vor allem vor diesem Hintergrund als die Fähigkeit zur Anpassung und Veränderung von Gewohnheiten verstanden. Dewey beschreibt den Lernenden immer als aktiv und selbsttätig. Die Erziehung und Erfahrung, die der Lernende bzw. die oder der Einzelne erfährt, steht in einer ständigen Wechselwirkung mit dem Lehrenden bzw. der Gruppe und der Gemeinschaft. Der Lernende stellt sich der Erfahrung mit Hilfe seiner Gewohnheiten, die aber ständiger Anpassung und Veränderung in Bezug auf die Gesellschaft und Erfahrung unterliegen. Diese Gewohnheiten werden also in ständiger Wechselwirkung mit der Gesellschaft angepasst und rückwirkend beeinflussen sie die Gesellschaft. Zusammenfassend rückt Dewey das selbstständige Wesen des Lernenden als Mitglied einer demokratischen Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Diese Aktivität und Selbstständigkeit des Lernenden ist bezogen auf den Gegenstand der Erfahrung, der im Unterricht im Fokus der Erkenntnis liegen soll. Damit geht die Wechselwirkung zwischen Lernenden und Lehrenden einher, die sich allgemeiner formuliert in der wechselwirkenden Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft niederschlägt.